Das soll auch so spontan, die Fragen werden, das soll so rauskommen. Mathe war klein, du bist groß. Nicht beide nicht rasiert, ne? Nicht glatt. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu unserem letzten Teil My First Trade. Ich habe in den 24 Folgen einige Folge mit einem Coach gemeinsam abgedreht. Und dieser Coach ist heute wieder live dabei. Hallo, herzlich willkommen, Lennart. Wie geht's dir erst einmal? Moin, Carlos. Moin, liebe Zuschauer. Ja, mir geht's hervorragend. Also passt alles. Bin froh, auch mal wieder dabei zu sein. Ich glaube, es ist ja lange her. Es war im März, als wir das letzte Mal das zusammen gemacht haben. Ja, von dem her große Freude, große Ehre, dass ich nochmal hier sein kann. Sehr gut. Lennart, das Thema heute wird sein Tipps und Tricks von einem Coach. Ja, und ich möchte gerne von dir wissen, was würdest du angehenden Trader, erfahrenen Trader, die mit unseren Strategien generell auch traden, was gibst du denen mit auf den Weg? Worauf sollten sie achten? Was ist dein Number One, was du denen mitgeben möchtest? Genau. Also ein Tipp, es ist auch eigentlich immer der erste oder einer der ersten Tipps, die ich mitgebe, bevor jemand live handelt, ist auch ein Klassiker, aber trotzdem sehr wichtig, einen klaren Matchplan zu haben. Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt langfristig, dass man sagt, okay, ich möchte in einem Jahr dies und jenes erreichen, dafür brauche ich dann im Monat das und im Tag das, sondern ich meine wirklich einfach den Trade an sich gut zu planen. Und das bedeutet, dass man halt weiß, wo steige ich ein in den Markt, wo gehe ich raus und wann sichere ich mich frühestens ab. Weil das ist aus mehreren Aspekten halt ein sehr wichtiger Punkt. A, weil da meiner Meinung nach dann schon mal kein Super-GAU passieren kann. Also wenn ich weiß, ich steige hier ein, ich habe 1% Risiko und der früheste Zeitpunkt, wo ich reagiere, ist ein Gegensignal zum Beispiel, da kann ja nicht viel passieren. Da kann dann passieren, dass vielleicht der Trade gegen mich läuft oder der Markt nicht mitspielt, aber ich habe alles richtig gemacht und ich komme nicht in eine Situation, wo ich dann sage, okay, gut, ich bin im Verlust, ich habe den Trade mal laufen lassen und was mache ich jetzt als nächstes? Also dieses, dass man sich im Live-Konto die Frage stellt, ich bin in einer Situation, was soll ich jetzt als nächstes machen? Da sollte man nicht reinkommen und deswegen dieses Planen und zu wissen halt, was sind die wichtigsten Schritte, wann sichere ich mich ab, was ist mein maximales Risiko. Das ist sehr wichtig, weil dann kann, ja, meiner Meinung nach gar nicht mehr allzu viel passieren. Sehr gut. Genau. Noch eine Sache, die ich gerne von dir hören möchte. Was für Fähigkeiten muss ein Trader, Traderin mitbringen? Auf jeden Fall Ausdauer. Sehr, sehr wichtig, Ausdauer, weil man, die Börse verläuft nicht linear, es ist nicht jeder Tag gleich. Es funktioniert auch keine Strategie jeden Tag und jeden Monat gleich, sondern vielleicht hat man mal 2 Monate, die extrem gut sind. Der nächste Monat ist wieder ein bisschen schlechter, vielleicht auch der übernächste, man ist mal plus minus null, mal leicht im Minus und da dieses Durchhaltevermögen und die Disziplin zu haben, dass man nicht sagt, okay, ich gucke mich wieder um jetzt nach einem neuen Ansatz oder meine Strategie ist nicht ganz richtig, ich gucke jetzt mal, was ich optimieren kann, sondern dass man einfach sagt, okay, ich habe die Strategie, ich weiß auch, dass ich die getestet habe genug und die funktioniert auch und dass man da auch in schweren Zeiten dann den Mut hat zu sagen, nee, die ziehe ich jetzt weiter durch, das ist extrem wichtig. Meine Meinung nach. Lennart, das waren sehr gute Tipps. Vielen, vielen Dank, Lennart. Es wartet schon der nächste Coach. Ja, und ich sage erstmal danke, Lennart. Ja, vielen Dank auch, Carlos. Vielen Dank. Ciao. Sonne kommt. Die Sonne. Hier. So. Weißt du? Alles gut. Vera, sag mal guten Tag, ne? Buongiorno. Buongiorno. Guten Tag heißt Buongiorno. Ja. Okay. So, wir wandern jetzt aus Deutschland ab nach Italien und ich sage Buongiorno Gracie. Buongiorno Carlos, buongiorno an alle Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, Gracie ist ein Coach von uns und betreut sehr, sehr viele auch vermögende Trader. Auch hier die Frage an dich, Gracie, und ich würde es nur sagen, ihr merkt das wahrscheinlich, es ist nichts vorbereitet. Die sollten reinkommen und ich stelle einfach Fragen. Also auch bei dir die Frage, Gracie, was würdest du neuen Tradern mit auf den Weg geben, worauf sollten sie definitiv achten? Einer deiner Highlights.
Es gibt natürlich viele, viele, viele Punkte in dem Bereich. Ich würde sagen Emotioni. Ich würde sagen Emotionen. Also du solltest nicht aus dem Bauch heraus handeln, sondern wirklich dich an einen Tradingplan richten und nicht aus der Emotion heraus handeln. Das heißt nicht aus Gier. Wenn wir sagen Stopp bis zu dem gewissen Trade, dann sollte das auch gestoppt werden. Sehr gut. Was ist in den letzten Jahren bei dir als Highlight von Kunden passiert? Also von Tradern, die über uns abtraden, die mit Strategien handeln. Wo würdest du sagen, wow, das war so ein Aha-Moment bei dir? Da gibt es tatsächlich viele, viele, viele Aha-Momente. Gute Frage. Also es gibt natürlich ja, viele Kunden, die ein bisschen mehr Zeit benötigen beim Verstehen der Strategien, und ein Highlight für mich war natürlich, dass ich in kürzester Zeit dann doch schon gesehen habe, dass da die Erfolge erzielt worden sind, und das ist natürlich immer ein Highlight für mich, wenn der Kunde profitabel bei uns handelt. Genau, und von den Strategien her, welche Strategien coachst du am liebsten für einen Anfänger, welche würdest du da empfehlen? Ich würde empfehlen die Tagesstrategie. Das ist eine sehr gute Strategie, die man sehr gut nebenberuflich handeln kann, mit wenig Zeitaufwand und auch leicht verständlich. Die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Gracie, vielen, vielen Dank. Der nächste Coach wartet schon auch darauf. Mille grazie. Ist das die Kamera? Ja. Oder was? Ich habe auch hier High Heels an heute ein bisschen. Ich habe geschummelt. Aber ich gucke. Der Bund ist das. So viel geschwitzt. Lampenfieber. Nein. Okay, ich hoffe, ich kann die Fragen gut beantworten. Oh. Geht so, oder? Jetzt, ja. Und auf den nächsten Coach freue ich mich besonders. Es ist Mr. Mindset Coach bei uns im Traders Club 24. Jimmy, herzlich willkommen in unserem Format. Vielen Dank. Schön, Jim, hier zu sein. Erste Frage. Was muss ein Trader mitbringen an Fähigkeiten, um erfolgreich zu traden? Ich würde es auf ein Wort herunterbrechen, und zwar auf das Wort Kontinuität. Erstmal versuchen, immer und immer wieder das Gleiche auch umzusetzen und auch dran zu bleiben, weil was wir feststellen in den Gesprächen oder auch in den Strategiegesprächen, unabhängig davon, ob Live oder Demo, ist, dass immer wieder gewechselt wird. Immer wieder eine bessere Strategie gesucht wird. Und ich würde auch in den unseren Strategien, die wir hier vermitteln, auf jeden Fall Kontinuität als Eigenschaft, als große Eigenschaft, das so benennen, also auf ein Wort. Ja. Sehr gut. Du bist im Team nicht der Älteste, aber am längsten dabei. Du begleitest also den Traders Club schon sehr, sehr lange mit uns im Team. Und was sind so deine Highlights? Und du kennst das aus unseren Kaizen, Highlight, Lowlight. Was von deinen Tradern, die du betreust, was war ein Highlight und was ist ein Lowlight, wo du sagst, wow, das hat mich ganz schön mitgenommen? Ja, ich fange mal mit dem Highlight an. Das Highlight ist natürlich, dass man die gesamte Entwicklung mitbekommt. Von Trading-Anfänger, Trading-Einsteiger bis hin zu routinierten, disziplinierten Tradern. Und das geht auch ein bisschen mit zum Lowlight über. Es gibt viele Clubmitglieder, die halten das Level und setzen das auch genauso auch nach wie vor, wie sie es gelernt haben, in den Monaten um. Und es gibt irgendwann den Punkt, wo ein Trader oder Clubmitglied vielleicht auch sagt, ja, das ist mir zu wenig, ich mache jetzt bringe jetzt noch meine eigenen Ansätze mit rein. Und dann sieht man natürlich, dass das Trading, was man reingesteckt hat, auch mit den persönlichen Gesprächen, fast schon wieder zunichte ist. Aber weil der Kopf dann wieder Überhand annimmt, und wir kennen alle die größten Gegner, ja, wie Gier, Angst und Unwissenheit. Und dann merkt man, dass man eigentlich da wieder in dem gleichen, sich in diesen gleichen Kreisen wieder bewegt, wie auch vorher, wie man vorher zu uns gekommen ist. Und dann merkt man das natürlich auch an der Entwicklung. Das ist so das Lowlight. Jimmy, vielen, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte. Der nächste Coach, der dann schon wartet, ist einer, der den technischen Support leitet. Und da freue ich mich, als Abschlusscoach ihn begrüßen zu können. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Jimmy. Vielen Dank.
Kamera. Boah, du siehst Choki sehr. So, sehr gut. Sehr schön. Ja. Auf den letzten Coach hier bin ich besonders auch stolz, weil ohne Günni läuft hier gar nichts. Ich würde sagen, Man of the Year, Man of the Match. Jedes Jahr, wenn wir einen Pokal hätten, auch von den Clubmitgliedern, würde Günni sein. Denn Günni ist derjenige, wenn Houston, wir haben ein Problem, Günni dann reinkommt. Günni, herzlich willkommen. Wir werden dich jetzt nicht fragen, welche Strategien, sondern ich will natürlich von dir wissen, was für Herausforderungen, mit was für welchen Herausforderungen hast du täglich zu tun im Support, gerade mit technisch, mit Tools, beziehungsweise mit den Laptops, iPads, wie auch immer. Was würdest du jetzt Anfängern mit auf den Weg geben, worauf sollten sie achten? Also ich habe ja meistens sehr viel mit Apple-Installation zu tun, weil das wird manuell eingerichtet. Dementsprechend bitte gerne bei mir einen Termin buchen, gerne unterstütze ich euch dabei. Und ab und zu kommen auch die Fragen, wie kann ich auch auf mobilen Geräten wie iPad oder Samsung Tablets das nutzen. Da empfehlen wir sehr gerne, dass man einen Server, einen VPS-Server mieten kann und dann kann man sozusagen mit einem Windows-Betriebssystem auf dem Tablet sozusagen treten mit unseren Tools. Okay. Ich weiß aus dem operativen Bereich, dass viele Trader, die mit einem Coach sehr eng zusammenarbeiten, irgendwann der Punkt kommt, wo sie sich nicht mehr trauen, den Coach anzurufen, weil sie wissen, die Ohren werden lang gezogen. Dann rufen sie dich an. Ja. Wie oft musstest du schon ADAC, die Clubmitglieder aus dem Dreck rausziehen? Öfters mal. Und was sind die Punkte? Warum sind sie stecken geblieben mit ihrem Trading-Konto? Es ist ja so, man macht ja viel, man tradet ja viel und dann kommt eine schwierige Situation, wie zum Beispiel, ich bin siebte Position, dann habe ich mal gehedged und dann kommen sie gerne auch mal zu mir hin und dann helfe ich sie. Ich schlage sehr viele Wege vor, was sie machen könnten, ob es jetzt schließen ist, ob es ja mal mit dir gemeinsam am nächsten Tag auch die Hedges aufzulösen. Und ich vor allem, ich versuche die Clubmitglieder zu beruhigen, dass sie nicht panisch werden und dass sie dadurch auch keine Fehler machen. Und das ist das einer der wichtigsten Faktoren, weil die Emotionen gerade bei solchen schwierigen Situationen auch mal anders spielen kann. Und da versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden, ohne dass man unter Stress gerät. Also vielen, vielen Dank an Günni und er macht eine schöne Brücke, weil ich glaube, die meisten Leute, die jetzt bei den 24 Folgen dabei gewesen sind, haben ganz selten von mir Hedge-Position, siebter Trade, sechster Trade, fünfter Trade gehört, aber es ist eine gute Überleitung. Wir sind jetzt mit My First Trade zu Ende. Die nächste Serie wird sein My First Box Trade. Und für My First Box Trade werden wir uns gut vorbereiten und wir werden Step by Step sie ranführen, wie sie gemeinsam mit uns das Box Trading gestalten. Box Trading ist eine fortgeschrittene Strategie, die fantastisch ist, aber wie auch schon eben von Günni genannt, auch einige Tücken mit sich bringt. Und die wollen wir euch in der nächsten Videoreihe erklären. Ich bedanke mich recht herzlich, bedanke mich natürlich auch für das zahlreiche Feedback von Clubmitgliedern, aber auch von Interessenten. Und ihr wisst, die Währung bei diesen YouTube-Videos ist Daumen nach oben. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und abonniert unseren Kanal. Wir wollen dieses Jahr noch 10.000 Abonnenten bekommen. Also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. In dem Sinne, bleibt gesund und disziplinierte Trades.